Grundlage für viele Roboteranwendungen in Choregraph ist die Blockprogrammierung. Dabei bilden miteinander verbundene Anweisungsblöcke das Programm, das als großer, umfassender Block verstanden werden kann. Die Bestandteile dieses Programmblocks sind die Programmboxen. Sie haben verschiedene Funktionen, sind zum Teil vorprogrammiert und sind in den Box-Libraries zu finden. Dort gibt es vorprogrammierte Boxen für die Sprachwahl, Speech, oder für die Bewegung des Roboters, Movement, oder Boxen für die Programmsteuerung, Programming. Alle Boxen haben einen Namen und ein dazugehöriges Bild. Fährt man mit dem Cursor über eine Box, erhält man nähere Informationen über die Box in englischer Sprache. Auf der linken Seite jeder Box befinden sich die Eingänge oder Inputs. Über einen Input empfängt eine Box Signale, auf Englisch Events. Dadurch wird sie gestartet oder sie führt eine andere Aktion aus. Über die Ausgänge oder Outputs werden Signale oder Events während der Ausführung oder bei Beenden der Box weitergeleitet. Verfügt eine Box über das Werkzeugsymbol unten links, kann man je nach Box verschiedene Werte direkt per Mausklick einstellen.